Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von mir. Ich bin heute mal wieder ein Ego-Shooter, den ich von der Falafel empfohlen bekommen habe. Mehr oder weniger. Und ja, der nennt sich Dirty Bomb. Ich bin noch nicht ganz so gut in dem Spielmodus. Mal sehen, wie das jetzt hier wird. Da sehe ich schon wieder einen. Macht hier so einen Doppelsprung. Also es ist auf jeden Fall ein Ego-Shooter der etwas anderen Art. Nicht so bekannt. Und obwohl, ich weiß nicht, ob er nicht so bekannt ist. Also ich kannte ihn auf jeden Fall nicht. Für mich ist er komplett neu. Aber wer weiß. Den messen wir jetzt hier. Naja, den. Oder auch nicht. Mann, ey. Ein Feigling. Hätte er auch mal seinen Baseballschläger oder was er auch immer da hatte rausholen können. Aber na gut. Ja, also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Spielmodus, ob ihr das Spiel kanntet, meine ich. Ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen hier auf das Spiel. So, den haben wir den letzten Hit ordentlich mitgegeben. Und jetzt laufen wir hier mal ein bisschen hoch und versuchen die mal zu umlaufen hier. Gut, einen haben wir geholt. Den anderen habe ich geholt. Was ich gar nicht gesagt habe, wir sind hier der Sanitäter zur Zeit und haben hier eine Maschinenpistole und eine schöne Pistole dabei. Ja, Sanitäter kann halt Medipacks werfen. Hier so fast neben Spiel. Oh. Oh. Alles klar. Hat's einfach die Tür hinter mir zugemacht und ich bin nicht mehr rausgekommen. So ein Frechdachs. So, jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen anstrengen. Damit hier auch noch ein ordentliches Gameplay zustande kommt. Am besten. Oh, da war einer. Den holen wir uns. Lebt er noch? Ja. Gepäck für mich. So. Sehr schön. Kommt nur her. Bisschen campen. Obwohl das hier fast keine Vorteile hat, das Campen. Ja, wie man nochmal hier sehen kann, der Doppelsprung ist ganz ist relativ cool. Aber muss man natürlich auch können. Wo ist er? Du Hund. Der war ziemlich fix unterwegs. Der kleine Bunnyhopper. Okay. Kann man hier irgendwie einen anderen Weg nehmen? Ja, hier, okay. Dann nehmen wir mal den. Aber die sind wahrscheinlich wieder alle vorne. Die haben wir ein bisschen vorgedrängt. Ah, da oben ist er. Da oben ist ein Sniper. So, jetzt nachladen, aber ist schon nachgeladen. Ich gehe hier lieber mal weg. Kann ich da zwei Sniper bekämpfen? Oh, das ist jetzt hier ziemlich hart. Ziemlich hartes Battle. Ich glaube, das war ein Sniper. Gegen den habe ich keine große Chance, wenn das wirklich einer gewesen sein sollte. Und ich habe keine Munition mehr.
oh, 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 oh. So. So ähnlich wie Team Fortress, nur ein bisschen moderner. Ja, es gab hier der eine Kollege, der hatte auch gerade so ein ähnliches, sowas ähnliches wie eine Sentry Gun. Aber ja, ist halt kein Comic-Stil. Gibt's ja irgendwo Munition. Ja, hier, sehr schön. Bevor wir hier sterben. Und wie viel haben wir denn mit? Boah, wir haben aber ordentlich Munition mit. Ja, das ist relativ viel. Ist aber auch schnell weg. Ich komme manchmal mit den Tasten einfach nicht klar. Drückt einfach aus Hektik die falsche Taste. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Das ist aber ja schon ein ziemlicher Kampf. Den holen wir. Ach man. Oder auch nicht. Ah, wir hitten die immer so gut an und dann kriegen wir sie doch nicht. Haben wir den jetzt endlich mal gekriegt? Wir haben es schon wieder nicht gekriegt. Oh, 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 oh. Ja, bitte. Nimm die ganze Medizin. Oh, oh, der haut da aber ordentlich rein mit seiner Minigun. Da gehe ich lieber auf eine andere Position. So. Oh, 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 oh. Ja, der hat ziemlich reingerockt, sagen wir jetzt mal so. Was müssen wir eigentlich machen? Da oben steht die Fan Pump. Ah, das ist. Ah, genau, das ist so eine Map. So eine Untergrundmap und wir müssen verhindern, dass die so einen. Hier das Ding da irgendwie anschalten. Und diese ganze Unterbahn. Untergrundbahn hier nicht fluten. Ja, endlich mal wieder. Macht ja auch mal wieder Zeit hier. Kill zu machen. Aber da wäre schon wieder geschossen. Oh, 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 oh. Das sieht ja cool aus mit sein. Was ist das? Das ist ein Bierfass? Könnte ein Bierfass sein. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Munipack. Okay. So, den haben wir auch ordentlich. Haben es auch ordentlich gegeben. Oh, 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 oh. Verdammt, da waren überall welche. Eigentlich hätte es über hinter mich schießen sollen, als vor mich. Oh, jetzt ist hier unten einer. Nein, geh weg mit dir. Oh, oh, ich bin noch Medi, warum gebe ich dir noch keinen Medipack? So. Nimm es. Nimm das Medipack. Ja, er hat's genommen, sehr schön. Da kommt jetzt einer. Wo ist er hin? Ich habe ihn eindeutig gesehen. Nee, du Frechdachs. Die aktivierst du nicht. Die Pumpe oder was auch immer das war. Auf jeden Fall nichts Gutes. Und den haben wir gemessert. Sehr schön. Wir müssen jetzt aber aufpassen. Okay. Hier hinten ist keiner und es ist gleich die Zeit um. 23 Sekunden.
Komm her. Jawohl. Sehr schön. Da lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ja, und da sind die 6 Sekunden um. Mein Freund, dich kriege ich noch. Sehr schön, haben wir gewonnen. Na bitte. Okay, das soll es mit dem kleinen Einblick gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Videos vorbei hier auf diesem Kanal. Sind auf jeden Fall ziemlich viele coole dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.